Ja, denn vor genau 30 Jahren fand es statt. Am geschichtsträchtigen 9. November haben erstmals rund 100.000 Kölnerinnen und Kölner in der Südstadt für mehr Toleranz und Nächstenliebe demonstriert, gesungen und gefeiert. Dieses alle Menschen einende Konzert war ein lautes und wichtiges Signal gegen Fremdenhass und Gewalt. 1992 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, brutale Übergriffe auf Schutzsuchende. Bilder, die in der Tagesschau täglich zu sehen sind. In einem vergifteten Umfeld melden sich Kölner Kulturschaffende urplötzlich lautstark zu Wort. Auf dem Klotwigplatz dabei sind der langjährige Musiker der Höhner Hannes Schöner und einer der Gründungsleute von Aschu, der Rockmusiker Arno Steffen. Wie auf so einen Startschuss hin kamen die plötzlich in Achterreihen, und zwar aus allen Richtungen. Die Severinstraße runter, die Bonner Straße, und es war unfassbar. Und dann wurde irgendwann immer mehr und keiner blickte mehr durch. Und es war toll zu sehen und zu erleben, dass die Menschen in Köln sich selber organisieren. Dann sind wir alle an die Fenster gegangen von der Torburg und da waren die Plätze total verstopft, völlig voll. Und da dämmerte uns das so irgendwie, das wird jetzt ein Riesending. Das wird ein Riesending. Das ist so fast ein historisches Gefühl. Aschu ruft, alle kommen. 100.000 sind es 1992, Zehntausende zum 20. Jubiläum. Das Ungewöhnliche im Protest finden die unterschiedlichsten Genres zueinander. Die Höhner waren zu der Zeit eine profunde, solide Karnevalsband, aber nicht mehr. Und wir wurden einfach dazu gerufen, ich sage jetzt mal in den erlauchten Kreis der Südstadt-Szene, der Rockmusiker, nach dem Motto, die Höhner haben auch Fans, die man brauche vor der Bühne. Aschu war damals die Seite der Guten, vereinfacht gesagt. Das waren die Guten in dem Spiel. Und wenn man auf der Seite war, dann war man auf der richtigen Seite. Und das ist so eine Art Identifikationsfolie auch für die Kölner geworden. Dass man immer, wenn Aschu irgendwo auftauchte und was machte, bekam Aschu Unterstützung. Aschu wird zur Marke, zum Zeichen des Aufstandes der Anständigen. Anlässe dazu gibt es auch in den Folgejahren genug. Das Erstarken der rechten Szene erzeugt in Köln den entsprechenden Gegendruck. Was damals war, vor 30 Jahren, kann man heute beliebig fortsetzen. Heute brennen wieder Flüchtlingsheime. Heute ist die Kacke genauso am Dampfen. Deshalb sagen wir ja auch, wachsam bleiben. Arno Steffen und Hannes Schöner finden heute Abend wieder ihren angestammten Platz. Auf der Bühne. Und genau neben dieser Bühne ist mein Kollege Jochen Hilgers jetzt. Jochen, damals war es ja ein geschichtsträchtiger Moment, diese 100.000 Menschen, die auf dem Klotwigplatz für Aschu zusammengekommen sind. Wie emotional wird es denn heute in der Lanxess Arena? Ich glaube, es ist schon sehr emotional und geschichtsträchtig ist auch dieses 30-jährige Jubiläum. Es werden wahrscheinlich auch noch viele weitere Jubiläen gefeiert werden. Ich habe zwei Herren bei mir, die beide 1992 dabei waren. Der eine auf der Bühne und der andere vor der Bühne. Peter Brings, für Brings damals. Ihr hattet gerade ein Jahr Karriere hinter euch. Wie war es für euch danach, was danach passierte? Ja, für uns war das eine Initialzündung. Danach ging es dann richtig los mit der Band. Wir haben vorher, kann ich mich nicht dran erinnern, vor so vielen Menschen gespielt. Und es war gefühlt die ganze Stadt vor der Bühne. Also es war schon eine große Veranstaltung. Es sind alle Genres, das haben wir gerade im Beitrag gehört, ja, bei Aschu dabei. Auch Literatur, unterschiedliche Musikrichtungen. Wie ist das zu erklären? Das gibt es ja sonst eigentlich kaum. Ich glaube, bei uns ist wichtig die Haltung. Also ob du jetzt Bücher schreibst, Musik machst, kannst du mit der Zither auf die Bühne kommen. Wenn die Haltung stimmt, ist das in Ordnung. Sieht man ja auch heute Abend hier. Wir sind froh, dass so viele Bands sich zu dieser Bewegung bekannt haben, jetzt in dem gerade zum 30-jährigen Jubiläum. Freuen wir uns drüber. Habt ihr euch denn zusammengerauft in der Zeit oder wart ihr von Anfang an quasi so eine homogene Gruppe? Also bei uns ist der Abgeordnete für Aschu ist der Stefan, der ist auch ein Mitglied im Vorstand. Der trifft sich da ständig mit den Jungs und bei den ganzen wichtigen Veranstaltungen, wo halt diskutiert wird. Und dann wird in der Band nochmal diskutiert und dann kommen wir eigentlich alle immer zusammen und machen dann sowas wie heute zum Beispiel. Ganz kurz noch, die Hütte ist voll, angemessen? Ja, auf jeden Fall angemessen, klar. Wir hätten zwei Hütten gebraucht, glaube ich.
Peter Rings, vielen Dank und viel Spaß gleich beim Auftritt. Bastian Kampmann, du hast eben erzählt, du standst vor der Bühne. Mit welchen Gefühlen? Du warst 15? Ja, das war meine politische Initialzündung. Das hat mich damals, glaube ich, politisiert, dieses Ereignis und dieses Event. Und es waren ja, glaube ich, alle überrascht, wie viele Menschen letztendlich dann zusammengeströmt sind, um da zusammenzustehen und zu sagen, es reicht. Und das ist was, was mich nachhaltig geprägt hat, auf jeden Fall. Jetzt ist zum Beispiel gerade Cat Ballou auf der Bühne gewesen. Die haben so mit euch angefangen. Man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, das ist Konkurrenz. Aber da gibt es in dem Form oder in der Art keine Konkurrenz. Also bei dieser Veranstaltung, bei dieser Vereinigung, bei dem, was hier gesagt wird, gibt es überhaupt keine Konkurrenz. Wir alle sind hier Arschuh. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist Arschuh für die Kölner Stadtgesellschaft? Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass immer wieder Konzerte auch notwendig gewesen sind. Ja, es ist ein bisschen der Finger, der immer in die Wunde gelegt wird. Und es ist auf der einen Seite super schön, dass es heute immer noch funktioniert und wir heute hier sind. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch schade, dass wir wachsam bleiben müssen. Und Arschuh ist immer noch notwendig. Gibt es dann auch 60 Jahre Arschuh? Auf der einen Seite wäre es schön, auf der anderen Seite wäre es auch super schön, wenn wir es nicht mehr brauchen, weil wir eine Gemeinschaft und eine gute Stadtgesellschaft hätten und es keinen Rechtsradikalismus mehr gäbe. Bastian Kampmann, auch hier viel Spaß mit dem Auftritt mit Casala. Und das alles gibt es ab 20.15 Uhr auch live im WDR-Fernsehen. Genau, vielen Dank Jochen und dich sehen wir morgen auch zum Sessionsauftakt auf dem Zülpicher Platz wieder.